Amnesty International bezeichnet die brutale Repression in Syrien als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Amnesty stützt sich auf Berichte aus dem Westen des Landes, wo die syrische Armee besonders brutal vorging. Heute Nachmittag steht dann der arabische Frühling auf der Tagesordnung des Europaparlaments. Das Plenum debattiert über die Situation in Libyen und Syrien. Die blutige Repression in Syrien gleicht einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das erklärt Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation stützt sich auf Berichte von syrischen Flüchtlingen, denen es gelang, der Repression zu entkommen. Laut Amnesty wendet das Regime immer dieselbe Strategie an, die der Einkesselung, wie zuletzt in der Stadt Hama. Magali Kreuzer berichtet. Die Panzer haben Hama umzingelt und doch lassen sich die Einwohner davon nicht einschüchtern. Zu Tausenden sind sie wieder auf die Straße gegangen, vereint in ihrer Wut auf das Regime. Sie sind fest entschlossen, die Stadt unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen. Tagsüber versuchen sie verzweifelt, mit brennenden Autoreifen, Barrikaden und Steinen den Vormarsch der syrischen Truppen zu stoppen. Die Armee hat alle Zufahrtsstraßen blockiert. Menschenrechtsaktivisten zufolge wurden mindestens 22 Menschen getötet, Dutzende weitere verhaftet. Die Strategie ist immer dieselbe. Die Armee umstellt die Stadt mit Panzern, schießt auf Demonstranten und nimmt Oppositionelle fest. Bereits in Banias, Dara, Homs und Jisr al-Shughur war die Armee so vorgegangen, aber auch in Tel Kalach an der Grenze zum Libanon. Für Amnesty International steht Tel Kalach exemplarisch für das brutale Vorgehen der syrischen Sicherheitskräfte. Mitte Mai schossen sie dort auf Demonstranten, fliehende Familien und Krankenwagen. Oppositionelle wurden verhaftet, geschlagen, mit Elektroschocks und brennenden Zigaretten gefoltert. Mindestens 9 Gefangene sollen an den Folgen der Misshandlungen gestorben sein. Bilder hiervon gibt es kaum. Es sind die Zeugenaussagen von jenen, die in das benachbarte Libanon flüchten konnten, auf die sich Amnesty International in einem aktuellen Bericht stützt. Die Menschenrechtsorganisation hat die Vereinten Nationen aufgefordert, die Fälle an den Haager Strafgerichtshof zu übergeben. Syrien wirft sie systematische Verbrechen vor, Verbrechen, die nun auch in Hama verübt werden. Die Einwohner dort verkünden bereits, wir wollten wie Menschen behandelt werden, deswegen haben sie uns getötet. In Syrien lässt die Regierung weiter auf Demonstranten schießen. Amnesty International hat jetzt einen Bericht vorgelegt, in dem Staatsterror und Folter belegt werden. In Syrien geht das Regime bereits seit Wochen äußerst brutal gegen Oppositionelle vor. Jetzt hat Amnesty International einen Bericht über die exzessive Gewalt zusammengestellt. Dazu wurden in den vergangenen Wochen Flüchtlinge, aber auch per Telefon Menschen in Syrien befragt. Sie sprechen von Folter und skrupellosem Vorgehen gegen Demonstranten und Regierungsgegner. Alexander Wolkers berichtet. Mit der syrischen Flagge und festem Glauben an die Demokratie kämpfen die Syrer gegen das Regime von Bashar al-Assad. Die Panzer haben Hama umzingelt, doch die Einwohner sind fest entschlossen, die Stadt unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen. Die Strategie ist immer dieselbe. Die Armee umstellt die Stadt mit Panzern, schießt auf Demonstranten und nimmt Oppositionelle fest. Bereits in Banias, Dara, Homs und Jisr al-Shughur war die Armee so vorgegangen, aber auch in Tel Kalach an der Grenze zum Libanon. Tel Kalach, Mitte Mai. Amnesty International hat genau untersucht, wie die Armee hier binnen einer Woche die Oppositionsbewegung brutal zerschmetterte. Flüchtlinge berichteten ihr Leid, aber auch in Syrien Verbliebene erzählten am Telefon. Sie sprachen von willkürlichen Festnahmen und Verhaftungen, von Folter, vom Verschwinden von Menschen, Hinrichtungen ohne Prozesse. Schon das sind extreme Verstöße gegen die Menschenrechte. Dazu kommt, dass sie systematisch organisiert und an der Zivilbevölkerung begangen wurden. Und das entspricht genau der Definition von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Rund 50 Zeugen befragte Amnesty nach dem Schicksal von Masjid, Kifa oder Mohammed. Sie berichteten, wie Häftlinge an Metallstangen gehängt wurden, dass nur noch die Zehenspitzen den Boden berührten. Sie wurden mit Elektroschocks gefoltert, an Hoden und Gliedmaßen, oft wochenlang. 26 Menschen starben. Die Familien mussten unterzeichnen, bewaffnete Banden hätten ihre Angehörigen getötet. Amnesty fordert eine Klage für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Staatengemeinschaft sich nicht auf Sanktionen und den Gang zum Internationalen Gerichtshof einigen kann. Das ist vollkommen absurd. Zunehmend unter Druck hat Assad Oppositionsvertreter für kommenden Sonntag zu einem nationalen Dialog geladen. Die wollen aber nur kommen, wenn Assad zuvor Menschenrechtsverletzungen in Syrien eingesteht.